So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hi! Wir haben uns hier heute versammelt, um einfach mal ein ernstes Thema anzusprechen. Und zwar haben Thomas und ich ja jetzt schon wirklich, wirklich viele Videos zusammen gemacht. Fahrtechnik-Videos, Hashtag alle 14 Tage kamen super viele Videos. Und ja, so langsam haben wir halt gemerkt, wir haben jetzt schon echt ziemlich, ziemlich viel gemacht. Und da stellt sich uns die Frage so, was würdet ihr vielleicht nochmal sehen wollen? Oder nicht nochmal, sondern generell. Weil, ja, oder auch nochmal, was wir vielleicht anders aufnehmen sollen, was ihr gerne anders hättet. Ja, genau. Ja, und vielleicht auch das böse Thema Zeitloop. Komplett das Zeitloop-Video. Ja, genau. Ja, also da, wir machen uns da so ein bisschen Gedanken, ne? Planen ja gerade natürlich auch so das kommende Jahr. Und ja, da wollen wir euch natürlich dann teilhaben lassen und euch mitentscheiden lassen, weil ja, zum großen Teil, klar, uns macht das auch Spaß und so, aber wir machen das ja auch für euch da draußen, ne? Ja. Ansonsten, wenn ihr keine Ideen habt, dann würden wir halt dieses Jahr einfach BHs testen und Influencer für Kajalstifte werden und dann halt einfach ein paar Schminktipps geben, wenn euch das, das ist ja bei YouTube auch, glaube ich, sehr Ja, diese ganzen Make-up-Tutorials, die sind eigentlich eine gute Sache. Vielleicht können wir auch das nochmal mit den, du hast doch hier mit diesen Korsetts was gemacht. Ja, genau, richtig, das können wir auch machen. Das ja. Gut. Das, dann sehen wir, dann kriege ich auch dann, brauche ich kein Sixpack, dann ziehe ich einfach Korsett an. Ja, vielleicht können wir testen, wie das bei der, die Stabilität durch das Korsett beim Biken halt wirkt. Ja, nee, Spaß beiseite, das geht natürlich um Mountainbike-Videos. Allerdings möchten wir tatsächlich nicht, ich glaube, da sind wir uns einig, in so einer Wiederholungsschleife kommen und immer die gleichen Videos nochmal machen. Leider ist es so, dass die Mountainbike-Welt genau auf das antriggert. Das heißt, wenn wir beide jetzt ein Video machen würden, Manual in 3 Tagen, bekommt das unglaublich viele Klicks, weil leider die meisten Mountainbiker genau diese Videos suchen. So, ich gucke das Video und dann kann ich ein Manual zum Beispiel. Ja? So funktioniert das natürlich nicht. Deswegen einfach mal die Frage an euch. Was würdet ihr gerne wissen, sehen wollen, was wir mal machen sollen? Keine Ahnung, Daniel und Thomas in Gefahrvideos oder erklärt doch nochmal das und das und da, das habe ich noch nie verstanden, Körper-Bike-Trennung, könnt ihr das vielleicht nochmal genau erklären, wo da die Vorteile sind, woher das herkommt etc. Ja, wir wollen uns da mal nach euch richten. Also ihr habt die Möglichkeit quasi jetzt Eingriff zu nehmen auf das, was wir 2023 drehen, weil ihr seid ja unser Antrieb und deswegen wollen wir euch halt auch fragen. Wenn ihr sagt, oh Gott, es gibt schon mehr als genug Videos von euch, könnt ihr das auch in die Kommentare schreiben. Lass es endlich sein. Dann fahren wir einfach nur noch privat Fahrrad und nutzen die Zeit anders, um unsere, unsere Schmink-Tutorials dann halt nach vorne zu treiben. Ja. Könnt ihr euch aussuchen. Ja. Gibt es ein Thema, was du unbedingt, also was du, worauf du mal richtig Lust hättest? Also was wir auf alle Fälle noch mal machen können, sind 2 Sachen. Die mir vor allen Dingen aus meiner Zeit im Fahrradladen hängen geblieben sind, wo ganz viele schlecht informiert sind. Das einmal sind so 2 Sachen, die sind Dauerbrenner bei allen anderen YouTubern, die kann man immer wieder lesen. Und was soll ich mir denn für ein erstes Fahrrad kaufen? Mhm. Vielleicht dann tatsächlich mal eine Erstfahrradkaufberatung, wie ich die halt früher auch im Laden gemacht hätte. Und die läuft ein bisschen anders wie bei so manch anderen Fahrradverkäufer, das könnt ihr mir glauben. Das ist eine Sache, die mir am Herzen ist. Und dann ist mir noch auch natürlich auf dem Herzen, dass ich ja immer mehr, das ist ja auch kein Geheimnis, dass ich immer mehr von der Fahrtechnik zum Fahrgefühl wechsle. Und wie kann ich richtig fühlen? Also ich würde noch mit Daniel gerne dann halt von meiner Warte aus noch ein paar Fahrgefühl-Videos machen. Ich hätte ja Bock, irgendwie ein Fahrrad von mir so ein bisschen umzubauen. Vielleicht so als Projekt für nächstes Jahr. Ja, zufällig hatte ich ja mal, war ich ja mal 3 Jahre selbstständig unter MGD Bikes als Custom-Aufbauer. Da wäre ich natürlich der, wer meine Fahrräder kennt, weiß, die bleiben immer 100% Serie. Ich würde nie daran rumschrauben. Von daher gesehen. Ja, also ich habe ja das Torque nicht verkauft bekommen. Ne? Man könnte jetzt da mal. Man könnte Obwohl da man das bergauf so gut hochtragen kann. Ja, und weil man es halt bergauf so gut hochtragen kann, könnte man das ja auch mal testen mit einer Doppelbrücke vorne oder sowas. Ne? Ist das denn zugelassen? Ja, also ich habe bei Dirt Masters am Canyon Stand, wollte ich nämlich einen Senderprobe fahren, als ich einen Downhill noch gesucht habe und das Snorkel noch nicht gefunden hatte. Und der meinte, mach doch einfach an dein Torque eine Doppelbrücke dran, ich fahre das auch so.
Wobei, da können wir dann viel drüber philosophieren. Da wäre ich dann eher einer für die 190 mm ZEB-Gabel, glaube ich. Aber da müssen wir dann mal drüber reden. Aber du meinst, ob man dann quasi eine richtige Parksau da draus macht? Ja, zum Beispiel. Also es muss ja sowieso ein bisschen basteln an den Bikes. Also das Fokus muss dringend in Service. Das Torque eigentlich auch. Das Norco braucht ein neues Laufrad hinten, weil der ja eigentlich ein Laufrad satt. 24 Zoll dann rein. Genau, weil ich. Ja, für Wicked Woods. Ja, genau. Ja. Weil ich will einfach nicht mit dem Dirtbike fahren mehr in Wicked Woods, deswegen nehme ich das Norco und baue das um. Ja, genau. Ja, also sowas, auf sowas hätte ich zum Beispiel voll Bock. Könnt ihr mal gucken, was sich da so ergibt. Ne? Spielt ja natürlich auch immer Kohle eine Rolle. Das kostet ja auch ein bisschen Geld, sowas umzubauen. Aber ich hätte auf jeden Fall Lust. Ja, schreibt das gerne mal mit in die Kommentare. Würde mich mega interessieren, auf was ihr so Lust habt. Oder wenn ihr jetzt einen Vorschlag gehört habt, wo ihr sagt, ja, das auf jeden Fall, macht das auf jeden Fall. Dann können wir das als allererstes in Angriff nehmen. Ansonsten, fahren wir jetzt erstmal ein paar Mal im Matsch. Ne? Ja, würde ich auch sagen. Ich habe ein paar Trails frei gemacht. Ich habe auch auf meinem Kanal, ist mir auch ganz wichtig, Thema Trailpflege wird leider von, wir sind so viel Mountainbiker geworden, aber leider gibt es nur einen ganz kleinen Prozentsatz von denen, die Laubbesen bedienen können auf so einem Trail. Vielleicht machen wir da einfach mal das nächste Mal auch ein Tutorial zu, wie wichtig das ist, einfach das Laub wegzumachen auf den Trails und warum das auch einfach für den Trail, um den Trail nachhaltig zu schützen, wichtig ist. Und warum es so wenige von uns gibt, die bereit sind, mal eine Stunde zu investieren, um einfach dann auch ein geileres Fahrerlebnis zu haben. Verstehe ich manchmal nicht, warum das so schwer ist, sich einfach mal, wenn man zum Beispiel gerade mal kurz was verstaucht hat, verletzt ist, sowieso nicht fahren kann, dann kann man ja die Zeit, die man normalerweise fahren würde, einfach mal mit dem Laubwesen über den Trail gehen. Das tut ja keinem weh. Ist meines Erachtens sogar noch nicht mal verboten, solange man keine Trails baut. Also nur mit dem Laubbesen. Im Wald fegen. Ich denke auch, da wird es kaum Ärger geben. Und aber sehr viele Mountainbiker sind euch dann sehr, sehr dankbar. Und vor allen Dingen hilft es ja auch der Natur, weil wenn natürlich der Trail nicht mehr erkennbar ist, die Leute wieder wild querfeld einfahren und gar nicht mehr finden den Trail, weil da überall Laub liegt. Ne? Ja. Gerade jetzt ist das ganze Laub fast unten. Jetzt lohnt es sich richtig zu kehren, weil es kommt ja kein neues mehr. Ne? Ja, das können wir eigentlich auch mal ein Video zu machen. Ja. Treffen wir uns zum Fegen. Gut, Leute. Abonnieren, kommentieren, nicht vergessen, die Fragen beantworten. Und nochmal kurzer Reminder an das Gewinnspiel im letzten Video. Schaut euch das nochmal an. Ratet mit, was für ein Bike der Thomas sich holen wird. Denn im Januar ist die Auslosung und ihr wollt mit Sicherheit eins der Gewinne abstauben. Also, Video angucken, kommentieren, wir sehen uns beim nächsten Mal. Locker aktivieren. Jo. Ciao, ciao.